Hallo liebe SC Paderborn 07-Fans, ich begrüße euch recht herzlich zu einem Spezial, denn ich habe heute Julius Lücker hier. Hallo Julius, hallo. Grüß dich. Julius, ihr seid gerade aus Wolfsburg zurückgekommen, das Testspiel in der Länderspielpause, was wir mit 3:1 gewonnen haben. Frage ich gleich mal mit der ersten Frage, oder fange gleich mit der ersten Frage an, wie gut tut das, auch wenn es nur ein Test gewesen ist? Na, ich denke, dass man sich als Fußballer über jeden Sieg freut, gerade auch gegen so einen glorreichen Gegner. Ja, wir sind froh, dass wir heute gewinnen konnten, dass wir viele Tore geschossen haben, verhältnismäßig wenig reinbekommen haben und wir sind froh, dass wir es erfolgreich bestreiten konnten heute. Sehr schön. Du hast mit einem schönen Tor die Führung erzielt. Kannst du uns die Entstehung einmal denn zeigen, weil wir haben das jetzt hier mal auf dem Handy. Dann möchte ich das einmal vorspielen und dann könntest du uns vielleicht einmal sagen, wie das Tor zustande gekommen ist. Ja, schauen wir mal. Also erstmal haben wir im Mittelfeld den Ball erobert, dann hat Svenner einen super Haken geschlagen. Tobi ist tief gelaufen, dann kam auch der perfekte Pass zu Tobi. Tobi legt nochmal quer und dann hat es mit meinem vermeintlich schwächeren Rechten das Ding in die lange Ecke versenkt. Und war eigentlich ein ganz, ganz cooler Spielzug von uns drei. Ja, das sieht man schön. Tobi zeigt noch an, ja, ne? Zack, da habe ich auch mit Tobi nochmal kurz gesprochen, dass er den querlegen soll. Und ja, gut, hat dann halt gepasst. Und sind froh, dass wir das so, dass wir den Angriff so glorreich vollenden konnten. Ja, sehr schön. Der sah jetzt so leicht aus. War er auch so leicht? Oder ist es? Ich habe jetzt nicht groß nachgedacht. Auch vor allem mit meinem Rechten habe ich ab und zu mal Streuung drin. Also entweder der geht rein oder der war wahrscheinlich über den Zaun gegangen. Aber so hat es gut geklappt und da sind wir froh drüber. Ich bin da sehr froh drüber. Okay. Ihr hattet jetzt, ich sage mal, 3 Stunden Rückfahrt gehabt aus Wolfsburg circa. Mit dem Bus fährt man ja immer ein bisschen langsamer. Hat man da schon mit den Kollegen gesprochen? Welche Erkenntnisse konntet ihr aus dem Spiel ziehen? Ja, also erstmal haben wir gesehen, dass wir auch mit so einem starken Gegner mithalten können. Und dass die Jungs natürlich auch kicken können, das hat man gesehen. Trotzdem denke ich, dass wir es auch gegen den Ball ganz gut gemacht haben. Wir haben versucht, trotzdem voll drauf zu gehen, unser Spiel durchzudrücken und nicht nur zu bolzen, sondern auch selbst von hinten rauszuspielen. Das macht uns stark und ich denke, das konnten wir heute auch teilweise wieder zeigen. Du hattest diese Saison noch nicht so viele Einsätze gehabt. Welche Erkenntnis ziehst du persönlich aus dem Spiel für dich? Ja, erstmal ist es dann, wenn man in der Saison nicht so viel spielt, sind so eine Tests immer sehr wichtig oder sind für mich sehr wichtig, weil ich da dann halt auch mal ran darf, aus dem Käfig gelassen werde und da freut man sich natürlich und genießt es halt auch einfach. Es hat auch echt super Bock heute gemacht, mit den Jungs zu spielen und gegen so einen Gegner dann auch noch, wie gesagt, also ich würde sagen, das war ein erfolgreicher Tag heute. Sehr schön, das hört sich doch super an. So, wie sehen jetzt die nächsten Tage aus für euch? Woran wird gearbeitet? Wie viel Entspannung gönnt ihr euch jetzt noch in der Länderspielpause? Also man muss dazu sagen, dass wir die Woche wirklich sehr viel gemacht haben. Also die Trainingseinheit war wirklich hart, auch das Testspiel war heute ordentlich. Wir werden morgen noch mal eine Trainingseinheit haben, gucken, was der Trainer sich da überlegt. Ja, und dann haben wir ja erstmal 2 Tage frei und ich denke mal, dass viele auch nach Hause fahren werden. Ich werde auch nach Hause fahren, nach Braunschweig zu meiner Familie, zu meinen Freunden und es tut auch mal ganz gut, wenn man mal 2 Tage den Kopf ein bisschen abschalten kann und mal wieder so ein paar Beziehungen mit den Freunden, Familie und so pflegt. Es sei dir gegönnt. In diesem Sinne wünsche ich dir ja schöne freie Tage. Das war es auch schon wieder. Noch nicht abschalten, denn jetzt im Anschluss bekommt ihr natürlich noch die 2 anderen Treffer zu sehen. Wir haben natürlich 3:1 gewonnen, von daher lohnt es sich dran zu bleiben. Wir allerdings sagen jetzt Tschüss und Julius darf in den verdienten Feierabend. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao.